Der Erlebnispark Tripsdrill war der erste Freizeitpark in Deutschland. 1929 fing alles mit der sagenumwobenen Altweibermühle an, in welcher der Sage nach alte Frauen wieder jung gemahlen werden. Der Park hat den Slogan mit Liebe gemacht. Und das bringt natürlich auch einige Details mit sich. Daher zeige ich euch heute 5 versteckte Geheimnisse und Details aus dem Erlebnispark Tripsdrill. Nummer 5. Direkt am Eingang des Parks befindet sich die Dorfstraße. Während sich auf der einen Seite der Häuser ein Café und Shops befinden, liegt auf der anderen Seite das Gaudiviertel, eine riesige Spielelandschaft samt Spielemuseum. Im Spielzeugmuseum hängen verschiedene Kinderbilder in Schwarz-Weiß. Das sind in diesem Fall nicht irgendwelche Kinder, sondern alte Kindheitsbilder der Familie Fischer, der Inhaberfamilie von Tripsdrill. Nummer 4. Die allererste Fahrattraktion in Tripsdrill waren kleine Lokomotiven mit Pedalen, bei denen man selbst treten musste, um voranzukommen. Diese Attraktion gibt es sogar heute noch in Efteling. In Tripsdrill gibt es immer noch letzte Anhaltspunkte, dass es die Bahn einmal gegeben hat. Unter der Terrasse der Altmännermühle verlief damals ein Tunnel für die Lokomotiven. Die Tunneleinfahrt wurde mit Holz verschlossen. Man erkennt sie aber noch hinter dem Gebüsch. Seit 2020 dreht wieder eine Lokomotive ihre Runden durch diesen Bereich. Auf der Achterbahn Volldampf. Nummer 3. In Tripsdrill lohnt sich auch öfter einmal der Blick nach oben. Alle Gebäude im Park sind echt und massiv mit Stein gebaut. Die Dächer auf den Häusern sind oft absichtlich schief gebaut oder hängen durch. Und damit alles richtig authentisch wirkt, sammelt man sogar Dachziegel von alten Abrisshäusern und deckt damit die Dächer im Park. Nummer 2. Die Burg Raue Klinge beheimatet die Wildwasserbahn Badewannenfahrt zum Jungbrunnen und die Achterbahn Gesenkte Sau. Die Burg selbst wirkt, als würde sie so schon jahrhundertelang dort stehen, obwohl sie eigentlich erst im Jahr 2000 gebaut wurde. Das liegt nicht nur an der Auswahl der Baumaterialien, sondern auch daran, dass ihre Architektur von echten Burgen aus der Region um Tripsdrill inspiriert ist. Nummer 1. Die Wildwasserbahn Badewannenfahrt zum Jungbrunnen verspricht, dem Mythos des sagenumwobenen Jungbrunnens im Inneren der Burg auf den Grund zu gehen. In der Warteschlange befindet sich ein Museum mit Exponaten, die belegen, dass es die mysteriöse Quelle wirklich gibt. Darunter zum Beispiel Höhlenmalereien oder auch die Badehose von Julius Caesar, die man angeblich nahe der Burg gefunden hat. Das wohl auffälligste Exponat ist dieses Bild der alten Mona Lisa. Leonardo da Vinci war einst auf Reisen mit einer älteren Dame und erstellte dabei ein Porträt von ihr. Nachdem die Dame jedoch ein Bad im Jungbrunnen nahm, war sie plötzlich jung und das Porträt entsprach nicht mehr der Realität. Also malte er sie erneut. Das neue Bild erlangte großen Ruhm und hängt heute im Louvre in Paris. Das erste Original der alten Frau hängt hingegen in Tripsdrill. Natürlich muss das wertvolle Originalbild auch von Kameras überwacht werden. Und das waren die 5 versteckten Geheimnisse und Details aus dem Erlebnispark Tripsdrill.